Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, ja. Ich gehe jetzt einfach alles nochmal durch, wo wir denn irgendwie was finden könnten oder sonst irgendetwas oder wir gehen alles nach und nach durch. Weil ich weiß echt nicht, wo wir so einen Ausweis herbekommen sollen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wir einen in einem Photoshop machen könnten, aber... Was hat sie denn da gerade weggeworfen? Vielleicht irgendwas Interessantes für uns? Irgendwas Relevantes? Interessantes Hinweise für uns? Hinweise im Müll, hä? Ist ein Versuch wert. Bäh, ein betörender Geruch. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten? Verpackung, Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Das sind die Papierschnipsel aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. Okay. Das sieht aus wie ein Brief. Das ist auf jeden Fall eine Ecke. Das ist auf jeden Fall eine untere Ecke. So. Nee, das ist es nicht auf jeden Fall, aber der gehört auf jeden Fall zusammen. Das gehört nicht zusammen. Ach so, okay. Dann so. So. Gucken, wie wir das hier irgendwie... Nee. Nee. Okay, das erstmal noch nicht. Bringen Sie mir was? Ich kann auf jeden Fall schon mal was rauslesen, ein bisschen. Ach, dein Gott, das ist ja aber auch müssen die Mitte noch finden. Verstärkung? Was labert sie da? Ich meine, was steht da? Das ist... so, da ist er. Nö. Das ist nicht, das müsste bestimmt der Anfang sein, kann ich mir nur vorstellen. Das ist... doch nicht. Ich dachte. Sah so aus, als wenn das hier perfekt wäre. Ach Menno, wenn ich wenigstens mal oben so die Mitte finden könnte. Nein, ich will das nicht überspringen. Da habe ich nämlich letztens den Fehler gemacht. Ich wollte das nämlich gar nicht überspringen. Zack, hatte ich den Salat. So. Denn was macht das denn für einen Sinn, wenn wir das alles überspringen? Na, das ist ganz schön groß, der Brief. Liebste Claire. Kommt noch einer? Okay. Jetzt kommt der da dran. Genau. Ah, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Kommt bestimmt jetzt das dran. Dann das. Ich glaube, das kommt da unten hin, genau. Nö. Auch der letzte. Zack. Hm.
So. Ich hab's. Aber was steht da jetzt? Tja, ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Biber. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Interessant. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du mich gar nicht mehr besuchen kommst. Vermisst du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. Ist das ekelhaft. Der hat die erpresst. Anscheinend hatten die eine Affäre und er hat die Fotos, hat heimlich Fotos von ihr gemacht und, ekelhaft. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Biber würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Ja, aber da müssen wir ja erstmal hin, ne? Ich gehe jetzt erstmal ins Diner rein. Sollen wir mal mit dem Arzt reden? Der Doc hat seinen Ausweis fürs Krankenhaus dabei. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Aber wie? Entschuldigung, Dr. Newhouse? Ja, bitte? Wissen Sie, wie es meiner Mutter geht? Oder soll ich lieber jemanden im Krankenhaus fragen? Ich war heute Morgen schon bei deiner Mutter, Darren. Keine Veränderung. Und ich denke, wir sollten das als gutes Zeichen nehmen. Hat das medizinisch fundierte Gründe? Oder ist das einfach nur Wunschdenken? Optimismus schadet nie. Also ist es nur Wunschdenken. Darren. Danke, Doc. Haben Sie diesen Mann gesehen? Er war gestern im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Frag doch mal die Schwester. Hier im Diner war er auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat sich mit Mrs. Biber unterhalten. Fällt Ihnen sonst noch was ein? Leider nein. Wie wurde der alte Fuller umgebracht? Das darf ich dir wohl nicht sagen. Die Untersuchungen laufen noch. Glauben Sie, ich verrate es der Presse? Ich habe schließlich für ihn gearbeitet und will nur wissen, was passiert ist. Nun ja, er wurde erstochen. Geht es etwas genauer? Man hat fast ein Dutzend Mal auf ihn eingestochen. Kein schöner Anblick. Ist er verblutet? Nicht unbedingt. Es könnte auch der Schock gewesen sein. Vermutlich sind auch lebenswichtige Organe verletzt worden. Fuller hatte also freie Wahl, woran er krepiert. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Darren, du solltest wirklich nicht so über einen Toten sprechen. Der Tote interessiert mich nicht. Mich interessiert der Mörder. Wie ich gehört habe, gibt es in Ihrem Gesundheitscenter auch eine Abteilung für die weniger mobilen? Eine Leichenhalle? Oh ja, das ist richtig. Wir sind ein kleiner Ort. Wir Ärzte aus dem Gesundheitscenter sind auch für die Leichenbeschauung zuständig. Muss man dazu nicht speziell ausgebildet sein? Falls es nur den kleinsten Hinweis auf ein Verbrechen gibt, kommt selbstverständlich ein erfahrener Pathologe aus Portland vorbei. Das heißt, Fuller wurde noch nicht untersucht? Nun, wir warten noch auf den Pathologen. Wir haben ihn nur vorbereitet. Und machen die Krankenschwestern ab und zu mal lange Finger bei den Privatsachen der Toten? Unverschämtheit, natürlich nicht. Diese Dinge liegen ordentlich verpackt in der Leichenhalle, wie es sich gehört. Danke. Taugt die Polizei in Biddeford was? Wie meinst du das? Trauen Sie ihnen zu, den Mörder zu fassen? Ich bin sicher, sie werden ihr Bestes geben. Na dann. Immerhin hatten wir hier noch nie so einen Fall.
Sie meinen, es ist nicht so schlimm, wenn Sie den Falschen haben, weil Sie ja noch üben müssen? Ich bin sicher, dass der Inspektor den Fall aufklären wird. Was ist das denn für ein Ausweis, den Sie da tragen? Der ist vom Krankenhaus. Weiß man dort nicht, dass Sie Arzt sind? So viele Mitarbeiter sollte es doch nicht geben. Das habe ich der Verwaltung auch gesagt. Aber Dick, unser Wachmann, besteht darauf. Er ist sehr gewissenhaft und kann sich anscheinend schlecht Gesichter merken. Was können Sie mir über den Wachmann im Krankenhaus sagen? Irgendwie finde ich den Kerl interessant. Früher war er Polizist. Er hatte wohl... Es gab einige Probleme. Als er kein Polizist mehr sein konnte, wurde er Wachmann. Woher kennst du ihn? Er saß gestern im Diner. Ah, richtig. So seltsam es sich anhört, aber ich glaube, er lebt für seinen Job. Er lebt dafür, Wachmann zu sein? Er nimmt es mit seiner Arbeit sehr genau. Manchmal etwas zu genau. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Wir haben einiges erfahren, aber mit Ausweis? Mir fällt gerade nichts ein, über das ich mich mit ihm unterhalten sollte. Kann ich denn hier irgendwie was, Ausgangstür, noch irgendwie was drücken oder so? Brot könnte ich nur nehmen. Mrs. Biber vielleicht? Psst. Mrs. Biber? Können wir auch viel klären? Können mit ihr auch über den Brief reden? Was? Was ist das hier mit dem Kaffee? Ich hätte gerne ein Pott Kaffee. Kommt sofort. Ich würde gerne erstmal, nicht, dass wir nachher irgendwie sie, wenn wir jetzt mit dem Brief ankommen oder mit Fuller, kann es auch sein, dass wir sie verschrecken und dann nachher irgendwie was nicht mehr kriegen oder so. Muss ja einen Grund geben, warum wir einen Kaffee kriegen. Wo war Ihr Mann eigentlich heute Nacht? Was geht dich das an? Was hat er mit Fuller zu tun? Das frage ich dich. Dieser schräge Typ, der gestern hier war, der mich angerempelt hat, haben Sie den noch mal gesehen? Ein Typ, der gestern hier war? Na, daran muss ich mich ja erinnern. Dieser? Ach, der? Oh, jetzt hab ich vertan. Seit er hier war und mich ausgefragt hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was wollte er? Hat nach einer Miss sowieso gefragt. Miss Angelina Morgan? Kann schon sein. Und Sie haben ihn nicht wiedergesehen? Nö. Sagen Sie es mir, wenn Sie ihn wiedersehen? Vielleicht. Zu freundlich. Was ist mit Ihrem Auge passiert? Lassen Sie mich raten. Von der Treppe gefallen? Ich... ja. Und Ihr Mann stand unten und hat gerade Boxtraining gemacht. Was geht dich das an? Ich verstehe es nur nicht. Wie oft kommt das vor? Nicht oft. Manchmal. Vielleicht sollten Sie in ein Bungalow ziehen. Ohne Treppen. Du meinst, du kannst mir Ratschläge geben. Bist du verheiratet? Gibt man dabei seinen Stolz ab? Du warst noch nie verliebt, sonst würdest du so etwas nicht fragen. Was willst du trinken? Ich glaub, ist es zu früh für einen Schnaps? Was meinen Sie? Ich, ganz ehrlich, ich glaube aber, das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist, also... Psst. Mrs. Biber? Also ich weiß nicht, also wenn mein Mann mich schlagen würde, ich würde sofort gehen. Also das ist keine Liebe. Jemand, der mich schlägt, der liebt mich nicht. Also... Was? Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Ja, aber ich will nicht darüber reden. Die ist froh. Warum nicht? Sie haben ihn gehasst. Vielleicht wird Ihr Leben einfacher, wenn er nicht mehr da ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er ist ermordet worden. Du tust ja so, als hätte ich ihm das gewünscht. Haben Sie denn? Nein! Nach allem, was er Ihnen angetan hat? Was? Was weißt du davon? So einiges. Nichts. Nichts weißt du. Und wenn doch, dann behalte es für dich. Sonst? Ergeht es mir wie Fuller? Verschwinde! Daryl ist ganz schön... Daryl. Wie komme ich denn auf Daryl? Sorry, Mrs. Biber. Darren ist ganz schön, provokant, finde ich auch manchmal, ne? Sind 15 Ben Franklins ein Motiv für einen Mord? Was? Die $1,500, die sie Fuller zahlen mussten. Verschwinde, du kannst nicht, du hast... Keine Beweise. Vielleicht habe ich die. Es wäre Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Ich habe Fuller nicht ermordet. Wo waren Sie zum Tatzeitpunkt? Bist du jetzt Polizist? Wäre es Ihnen lieber, wenn wir die Polizei hinzuziehen? Ich war zu Hause. Allein? Mit meinem Mann. Das glaube ich Ihnen sogar. Das Veilchen erzählt davon.
Eine Freundin von mir wird verdächtigt, Fuller ermordet zu haben. Das tut mir leid. Sie wurde in eine Falle gelockt. Sie hatte kein Motiv. Sie wurde schließlich nicht erpresst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wen hat Fuller noch erpresst? Hatten außer ihnen noch andere Leute ein Motiv? Was erlaubst du dir? Ich bin nicht erpresst worden. Es tut mir leid, was mit deiner Freundin passiert ist. Aber wenn sie unschuldig ist, wird man sie nicht lange festhalten, oder? Und von einer Erpressung weiß ich nichts. Sie wollen mir also nicht helfen, eine Unschuldige aus dem Knast zu holen? Ich kann nicht. Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. So, mir fällt gerade nichts ein. Aber... Aha, wir können den Kaffee wahrscheinlich über ihn schütten und dann muss er sich wahrscheinlich die Jacke ausziehen und wir können den Ausweis stibitzen. Weil der Typ merkt sich ja keine Gesichter, der Wachmann. Ah, oh, heiß. Oh Mann, sorry. Ah, das wollte ich nicht. Sorry. Schon in Ordnung. Du hast deine Gedanken woanders. Willst du dich nicht hier ausziehen? Ich brauche den Ausweis. Geben Sie her, Dr. Newhouse. Ich spüle den Fleck raus. Okay. Danke. Okay. Und nun? Leg doch mal die Jacke dahin. Genau, schön, danke. Nichts für ungut. Ist ja nichts passiert. Ich muss das nur kühlen. Und ich brauche den Ausweis. Das nenne ich einen ordentlichen Kaffeefleck. Und das Namensschild hängt immer noch am Kittel. Damit habe ich den Ausweis. Ausgezeichnet. Der Wächter vor der Leichenhalle wird bestimmt nicht so genau hinsehen. Wird er auch nicht. So, dann gehen wir mal zum Ausgang. Ich muss unbedingt... Eigentlich war das ja gar nicht so eine schlechte Idee, nochmal überall anzufangen. Also ich hätte jetzt beim Diner angefangen, dann Krankenhaus nochmal und dann nochmal das Haus der Mutter. Ich bin wieder zu ungeduldig. So. Das kennen wir ja noch, was wir machen müssen. Ja? Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Lieferschein haben wir. Das Paket. Habe ich hier. Okay. Haben wir auch. Darf ich jetzt rein? Einen Ausweis. Also gut, kannst rein. Einen Ausweis habe ich auch und wir können rein. Wir sind in der Leichenhalle. Und wo ist denn Fuller? Wahrscheinlich irgendwo da. Hier, Fullers Leiche ist da. Ausgang, so, Mob. Jedes Jahr sterben tausende Leute an Infektionen, die sie sich in Krankenhäusern geholt haben. Die Frage ist nur, ob der Hygienewahn besser ist. Die eingesetzten Putzmittel sind selber nicht ganz ungefährlich und die Erreger werden immer widerstandsfähiger. Eine Bahre aus Metall. Die Ränder sind etwas angewinkelt, damit kein Blut auf den Boden tropft. Sie steht auf Rollen und wirkt etwas klapprig. Vermutlich wird er zur eigentlichen Obduktion in einen anderen Raum gebracht. Was haben wir denn da? Insgesamt 6 Clipboards. Mal sehen. Das sind Aufstellungen, welche persönlichen Gegenstände ein Toter bei sich hatte. Aber hier stehen keine Namen. Auf dem ersten nur eine große 394. Ich schätze mal, die Nummern auf den Listen hier beziehen sich auf die Nummern der Schachteln. Das heißt, wenn ich herausbekomme, welche dieser Listen zu Fuller gehört, weiß ich, in welchem Kasten seine Sachen sind. Upsala, was ist das denn hier? Einen Moment mal. So, ich weiß aber nicht, welche zu Fuller gehört. Nummer 394. Haarbürste, Lippenstift, Autoschlüssel, Spiegel. Das wird wohl kaum Fullers Tascheninhalt sein. Nummer 412. Brieftasche, Schlüssel, Polaroid-Foto. Das könnte Fuller sein. Oh, Moment. Ein Ehering. Fuller war nie verheiratet. Also 412 ist er nicht. Nummer 433. Kreditkarten, Ohrringe, Fußkette. Nein.
nicht Fullers. Nummer 399. Messer, Taschenlampe, Skimaske, Dietriche, Kleingeld, Plastikbeutel. Wenn Fuller nicht gerade heimlich auf Diebestour gehen wollte, als er ermordet wurde, dürfte das nicht seins gewesen sein. Nummer 442. Führerschein, Fotos, Kleingeld, ein Schnuller, Babypuder. Definitiv nicht Fuller. Nummer 448. Brieftasche, Führerschein, Kreditkarte, Schlüssel, Quittungen. Ich würde nicht ausschließen, dass das Fuller gehörte. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Bleibt ja sonst nichts anderes übrig. Nummer 4, das ist die einzige... Die übrig bleibt. Einige Dutzend Schachteln. Sie scheinen luftdicht verschlossen zu sein. Auf jeder Schachtel klebt eine Nummer. Ich glaube, die persönlichen Gegenstände der Toten werden in ihnen aufbewahrt. Die Nummer von Fullers Schachtel ist 448. Nur, wo ist die Schachtel 448? Das ist Fullers Schachtel. Fullers Schlüsselbund. Das könnte interessant sein. Und hier sein Portemonnaie. Führerschein, ein paar Dollar, Kreditkarte, einige Quittungen. Aber keine Geheimzahlen oder sowas in der Art. Ich denke, ich nehme den Schlüsselbund mit. Das Portemonnaie und der restliche Kram helfen mir wohl nicht weiter. Da ist nichts Interessantes mehr. Ja gut, aber das reicht ja erstmal. Entweder ist man davon ausgegangen, dass Biddeford mal 50.000 Einwohner bekommt, oder die Menge der Kühlfächer ist ziemlich übertrieben. Da müsste schon die halbe Stadt einen kollektiven Herzinfarkt bekommen. Gucken wir uns da nochmal eben um. Werden wir was sehen können? Kein schöner Anblick. Fullers Körper ist mit Stichwunden übersät. Sie haben ihn entkleidet. Hier werde ich keine Hinweise finden. Übrigens, ich habe jetzt mitgekriegt, ich habe da aber noch nicht viel drüber gelesen. Ich werde da noch was lesen. Es soll wohl nächstes Jahr ein neues Black Mirror rauskommen. Also es wäre ja dann eigentlich Black Mirror 4. Oder ist es eine in sich geschlossene Geschichte und hat mit diesen drei Teilen nichts zu tun? Kann auch sein, ich weiß es nicht. So, wir haben alles. Ich glaube, ich muss hier nichts mehr tun. Dann wollen wir mal wahrscheinlich zu Fuller, ne? Gehen wir doch zu Fuller nach Hause. Ich denke mal, da werde ich nicht nach hinten. Warte mal. Wir können den Projektor doch wieder abgeben, eben. Wenn ich das nicht schon habe. Was ist mit meinem Dia-Projektor? Keine Angst, ich hab ihn hier. Ist er kaputt? Nein, aber alt und schäbig wie immer. Wofür brauchen Sie eigentlich den Projektor? Sie sind blind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. So, den haben wir wieder abgegeben. Schön. Brauchen wir ja schließlich nicht mehr. Können wir hier gleich mal nach Fuller fragen und nach diesen Typen. Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du mich verarschen? Oh... Sorry. Ach ja, oh, wie gemein. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Klar, die Polizei war hier. Wollte wissen, ob ich etwas gehört habe. Haben Sie? Ich habe Ohren wie ein Luchs. Aber es hat geregnet. Und wenn der Regen auf das Blechdach unter meinem Fenster knallt, höre ich nichts anderes mehr. Die Polizei hält eine Unschuldige gefangen. Soll vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie unschuldig ist. Ist sie so hübsch? Sie ist verdammt hübsch. Aber deswegen tue ich es nicht. Schon klar, einer 60-jährigen, gerunzeligen Schachtel hättest du natürlich genauso geholfen. Ist letztlich aber auch egal. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Es ist deine Pflicht, sie da rauszuholen. Helfen Sie mir dabei? Wenn ich kann.
Achso, er macht jetzt nichts mehr. Okay, da fällt mir gerade ein, wo wir jetzt gerade von alte Schachtel 60 sehen, ne? Oh, war ich heute mit dem Hund unterwegs, ganz normal, auf dem Bürgersteig, ne? Und ich habe von der anderen Straßenseite aus, also wir wohnen so an der Straße, die Straße hat einen extra Fahrradweg. Nicht auf dem Bürgersteig, sondern halt auf der Straße. So, und dann sehe ich schon auf der anderen Straßenseite eine ältere Dame auf dem Bürgersteig fahren. So, wir wissen ja, dass, ich glaube, ab 12 Jahren ist es ja verboten, auf dem Bürgersteig zu fahren. Es gibt ja gewisse Gründe, warum. Ja, und dann stand sie an der Ampel und ich bin einfach weitergegangen, halt nach links rum. Und ich wusste, sie kommt auch gleich über die Ampel und fährt dann gleich direkt hinter mir. So, aber dann hätte ja dann der Fahrradweg hätte dann aufgehört und dann hätte sie ganz normal halt auf Straße halt weiterfahren müssen, weil wenn kein Fahrradweg da ist, muss man ja trotzdem auf der Straße fahren. Ja, und sie fährt dann weiterhin auf dem Bürgersteig hinter mir und dann auch noch in entgegengesetzter Richtung. Es ist ja noch nicht mal so, dass sie dann auch noch in dem Alter auf dem Bürgersteig fährt, sondern sie fährt auch noch in entgegengesetzter Richtung. So. Was für sie ja dann auch das Rüberkommen und dann alles schwimmert, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, und sie klingelt dann und sagt dann zu mir, so, dürfte ich mal vorbei und so. Und ich, normalerweise, weil ich sehe es nicht ein, eigentlich, ne, weil wenn ich mit meinem Hund Fahrrad fahre, dann fahre ich auch auf der Straße oder auf dem Fahrradweg. Und ich sehe es eigentlich nicht an. Normalerweise mache ich keinen Platz, ne. Und heute hatte ich so den Kaffee auf, ich weiß gar nicht warum, ich hatte heute so schlechte Laune. Und dann habe ich ein bisschen Platz gemacht, nur ein bisschen. Normalerweise breite ich mich wirklich immer richtig aus, dass die Leute nicht vorbeikommen. Und dann fangen die ja an, dann irgendwie blöd zu fragen oder sowas. Und dann kriegen die von mir das Passende zu hören. Und dann sind sie dann auf einmal ganz kuschtig oder so. Aber und ich habe dann aber, komm, habe ich ihr kurz ein bisschen Platz gemacht. Sie konnte gerade so vorbei. Und dann sage ich so zu ihr, normalerweise ist ab 12 Jahren auf dem Bürgersteig fahren verboten, ne? Und sie so, ach ja, und fährt einfach weiter. Das ist, ich hasse das, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen alte Leute. Ich habe nichts gegen Kinder, ich habe nichts gegen schwangere Leute oder gegen Frauen oder gegen Leute, die ihren Kinderwagen schieben. Aber kann man sich nicht irgendwie mal so ein bisschen benehmen? Ältere Leute müssen nicht meinen, dass sie alles dürfen. Weder auf der Straße, weder auf dem Bürgersteig, weder wenn sie im Bus fahren, weder wenn sie auf der Bahn warten oder sonst irgendetwas. Sie müssen nicht meinen, sie dürfen alles. Da hatten wir auch eine Frau, ein älterer Mann war das sogar. Es war überall frei. Man kommt vorne in den Bus rein, bei uns ganz normal, ich denke mal, es ist genauso wie überall mit den Bussen. Dann vorne diese zwei kleinen Plätze, dann kommen immer zwei Vierer und dahinter kommen dann so andere Plätze. Und die Vierer waren alle frei und da war dann und hinter dem Vierer saß dann halt ein Typ und noch ein Mädel saß da und dann kam da ein älterer Mann rein und dann statt sich auf den Vierer zu setzen, ist er bis zu diesen Jungen gegangen und zu dem Mädel und sagte dann und hat dann verlangt, dass die aufstehen, damit er sich da hinsetzen kann. Und die haben das natürlich gemacht, die Idioten. Also das hätte ich nicht gemacht. Er hätte sich doch auf den Vierer setzen können, wo ist das Problem? Und bei einer Freundin ist das auch passiert, die hatte ihre 5-jährige Tochter dabei und die saßen halt auf dem Vierer und überall war halt kein Platz. So, und sie saß mit ihrer Tochter zusammen, kommt eine ältere Dame rein und sagt zu der Kleinen, sie soll doch aufstehen und sie sitzen lassen. Und da hat meine Freundin auch gesagt, also zu ihrer Tochter, nee, du stehst nicht auf, ne? Soll doch jemand anders aufstehen von den anderen Leuten, die da halt noch sitzen. Da waren ja auch noch andere Erwachsene oder jüngere Leute. Wie soll sich denn, wenn eine alte Frau sich nicht halten kann, wie soll sich denn ein 5-jähriges Mädchen, Kind denn im Bus irgendwie halten oder festhalten halt? Dann weiß ich nicht. Also und bei den Schwangeren ist es genauso. Die meinen auch, sie dürfen alles. Es ist wirklich so. Es gibt Ausnahmen. Aber es ist wirklich so. Die denken halt, sie haben Freibrief. Mit alten Leuten ist es auch so. Ich war mit einem Roller unterwegs. War früher. Und der Zebrastreifen war frei. Ich fahre ganz gemütlich und dann kommt von hinten, also von weiter weg, eine alte Dame angeflitzt. Die ist wirklich gerannt, ne? Bis zu dem Zebrastreifen. Und auf dem Zebrastreifen läuft sie auf einmal wie eine lahme Schnecke. Und ich musste voll... Also was heißt richtig in der Eisen gehen, sondern ich hätte es drüber geschafft, aber sie musste ja unbedingt noch Gas geben, dass sie da noch drüber kann.
Obwohl, Schwangere sind gar nicht so schlimm. Schlimmer sind eigentlich eher die, die Frauen, die noch eine Zigarette beim Kinderwagen schieben, rauchen oder sich noch ein Bierchen irgendwie dabei trinken und dann malen müssen auf dem Gehweg nebeneinander, das sind dann zwei Frauen mit zwei Kinderwagen, nebeneinander ihre Kinderwagen zu schieben und keiner darf, kann da mal mehr durch oder sonst irgendetwas. Ich hasse so eine Leute. Ich hab da echt... manchmal hat man das einfach. Ja gut, Leute. So, ich mache jetzt Schluss und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.